Gestern Nachmittag gegen 16 Uhr gab es eine lautstarke Auseinandersetzung vor einer Autovermietung an der Korschenbrucher Straße. Die bisherigen Ermittlungen haben ergeben, dass zwischen mindestens 6 Beteiligten ein lautstarker Streit entstanden war. Hierbei ging es um Rückgabemodalitäten eines Mietfahrzeugs. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung holte ein 42-jähriger Beteiligter eine unechte Waffe hervor und drohte damit. Ein Zeuge ist auf diese Auseinandersetzung aufmerksam geworden und hat auch beobachtet, dass eine Person eine Waffe in der Hand hielt. Die Polizeibeamten, die schnell vor Ort waren, haben im Rahmen des Einsatzes auch mehrere Waffen feststellen können und sicherstellen können. Unter den Waffen waren 2 Pistolen und eine Flinte mit abgeschnittenem Lauf. Einer der Männer, ein Mitarbeiter der Autovermietung, wurde festgenommen. Er ist aber inzwischen wieder auf freiem Fuß. Ein 42-Jähriger flüchtete. Erst gegen 5:30 war der Bereich um den Tatort, der weiträumig abgesperrt wurde, wieder freigegeben. Später am Abend durchsuchte das SEK 2 Wohnungen im Mönchengladbacher Stadtgebiet. Nach dem geflüchteten Mann wird weiterhin gefahndet. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen wegen Bedrohung und Verstößen gegen das Waffengesetz dauern an.